Das iMOOCs-Logo, ein Smiley mit Brille. Farbige Würfel und der Schriftzug MECOMOOC. Logo Digicomp P, digitale Kompetenzen, informatische Bildung. Das Video wurde von Gerhard Brandhofer gestaltet. Wenn man sich mit der Planung von Aus-, Fort- und Weiterbildung für Lehrende im Zusammenhang mit dem Digitalen auseinandersetzt, stellen sich sehr schnell zwei Fragen. Erstens, von welchen Kompetenzniveaus kann man eigentlich bei den Lehrenden ausgehen? Und zweitens, welche Kompetenzen können und wollen wir, dass erreicht werden? Im Folgenden werden nach und nach Symbole eingeblendet, die die angesprochenen Modelle darstellen. Zur Frage der Ausgangsniveaus wurde der DigiCheck geschaffen. Diesen gibt es mittlerweile in der Version 2 und auch für Schüler und Schülerinnen. Welches Ziel soll erreicht werden? Dazu haben wir uns zahlreiche Kompetenzmodelle und Rahmenmodelle angesehen und diskutiert. Modelle von Slowenien bis Westaustralien waren dabei. Wer sind wir? Das ist eine Gruppe von Lehrenden, Expertinnen und Experten, die im Auftrag des BMW, koordiniert durch die Virtuelle Pädagogische Hochschule, das Modell Digicomp P entwickelt haben. Ein etabliertes und häufig verwendetes Rahmenmodell ist das TPEC-Modell von Punja Mishra und Matthew Köhler. Da es zum einen sehr anschaulich und zum anderen gut skalierbar ist, war dieser Rahmen einer der Vorlagen für unser Kompetenzmodell. Bei TPEC wird bei den Kenntnissen zwischen Inhaltswissen, pädagogischem Wissen und technischem Wissen unterschieden. Diese drei Bereiche CK, TK, PK stehen aber nicht für sich, sondern überschneiden sich und bilden dadurch zusätzlich die Schnittmengen TCK, technisches Wissen bezogen auf Inhalt, PCK, pädagogisches Wissen in Relation zum Inhalt, TPK, technisches Wissen in Bezug zur Pädagogik und schließlich TPCK, die Schnittmenge aller drei Bereiche. Eine weitere Grundlage unseres Kompetenzmodells ist das Modell Digitalbildung von Grumswig, das auf zwei Achsen drei Phasen beschreibt, die durch die vier Skalenpunkte Annahme, Anpassung, Aneignung und Innovation abgegrenzt werden. Das Kompetenzmodell der UNESCO wurde zur Überprüfung auf Vollständigkeit verwendet. Digicomp P gliedert sich in drei Stufen. Stufe 0, das sind die Kompetenzen, die ein Studierender idealerweise bereits in das Studium mitbringt. Stufe 1 umfasst das Studium, Stufe 2 schließlich die Phase des Berufslebens. Abbildung des Kompetenzmodells Digicomp P. Die drei Stufen 0, 1 und 2 werden in Form von farblichen Rechtecken eingeblendet. Darüber werden 8 vertikale Balken gezeichnet, die von A bis H nummeriert sind. Das Kompetenzmodell ist in 8 Kategorien gegliedert. Zu jeder der Kategorien gibt es eine umfangreiche Ausarbeitung an Kompetenzbeschreibungen auf der jeweiligen Stufe. Es lohnt sich durchaus, diese Kompetenzkataloge im Detail zu studieren. Zu den Kategorien. Kategorie A umfasst jene Kompetenzen, die ein Studierender bereits zu Studienbeginn haben sollte und ist somit deckungsgleich mit dem Kompetenzkatalog Digicomp 12. Bei einem Mapping mit dem TPEC-Modell würde das dem Bereich CK entsprechen. Kategorie B, digital leben. Wie verändert sich das Leben jedes Einzelnen durch die Leitmedientransformation und was bedeutet das für Lehrende? Das ist die Leitfrage zu dieser Kategorie. Leben, Lehren und Lernen im Zeichen der Digitalität. Fragen der Technikethik, Medienbildung und Medienbiografie, Barrierefreiheit, das sind die Inhalte des Kompetenzkatalogs. Die Kategorie C beschäftigt sich mit der Vorbereitungsarbeit der Lehrenden, Gestalten, Verändern und Veröffentlichen von Unterlagen für den Unterricht. Rechtsfragen und die damit verbundenen Rechte und Pflichten gehören da dazu. Kategorie D ist sehr umfangreich und zentral. Digital Lehren und Lernen, das umfasst das Planen, Durchführen und Evaluieren von Lehr- und Lernprozessen mit digitalen Medien und Lernumgebungen. Formative und summative Beurteilung, Feedback. Kategorie E behandelt das Lehren und Lernen im Fach,
Hiermit ist der fachspezifische Einsatz von Content, Software, Medien und Werkzeugen gemeint. In Kategorie F werden die Möglichkeiten und Notwendigkeiten der digitalen Verwaltung behandelt. Diese Kategorie gehört bereits zu jenen, die während des Studiums in den schulpraktischen Studien Platz finden können, intensiv aber erst im Laufe der ersten Arbeitsjahre Thema sind. Selbiges trifft auch auf die Kategorie G der digitalen Schulgemeinschaft zu. Und mit Kategorie H soll der Horizont zum lebenslangen Lernen eröffnet werden. An diesem Modell haben insgesamt 31 Kolleginnen und Kollegen von Schulen, Hochschulen und Universitäten mitgewirkt. In vielen Schleifen wurde an den Formulierungen gefeilt. Der ausgearbeitete Kompetenzkatalog und die theoretischen Grundlagen des Modells stehen zur Auseinandersetzung zur Verfügung. Der Katalog ist umfassend und so formuliert, dass eine gewisse Mindesthaltbarkeit gegeben ist. Logo DigiComp P, digitale Kompetenzen, informatische Bildung und Einblendung des Links www.virtuelle-ph.at/digicomp. Der MECO-MOOC ist so konzipiert, dass er sich an den Rahmen des Modells hält. Die 6 Module des MOOCs lassen sich den Kategorien B bis G zuordnen. Der Nachspann mit Produktionsdetails wird eingeblendet. Die Informationen dazu sind im Transkript detailliert aufgelistet.